kommt ihr. Guten Morgen allerseits. Ach, inzwischen haben wir neuen Besuch bekommen. Darf ich bekannt machen, mein Freund Dr. Oskar Martens, Frau Lisa Holbe. Gnädige Frau. Also, so sehen Sie aus. Jawohl, hoffentlich missfalle ich Ihnen nicht. Es geht. Mir nämlich immer so, dass ich mir von Leuten, von denen viel gesprochen wird, ein bestimmtes Bild mache. Und Ihr Name ist gestern Abend oftmals erwähnt worden. Oh, wie ehrenvoll. Ja, Sie sind schmerzlich vermisst worden. Im Nachhinein bedauere ich es auch sehr. Ich habe schon gehört, dass es gestern Abend hier sehr fidel zugegangen ist. Oh, es war ein äußerst humorvoller Abend. Und für Humor bin ich immer zu haben. Ah, das bringt Sie mir wesentlich näher. Na, 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 du, die Frau hat einen Mann. Solange er nicht da ist, stört er mich nicht. Na, Sie entwickeln ja eine schöne Moral. Er entwickelt überhaupt keine. Wenn ihm gestern Abend eine Frau gefallen hat, gefällt ihm heute Morgen schon wieder eine andere. Ach, so eine sind Sie. Moment. Wenn ich gestern Abend von einer Frau entzückt war und bin es heute früh aufs Neue, dann beweist das nur, dass mich die Frau von heute noch mehr beeindruckt als die von gestern. Wie spitzfindig. Faule Ausreden. Sag mal, frierst du eigentlich? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass du mit hochgeschlossenem Mantel da herumstehst, jetzt mitten im Hochsommer. Der ist so leicht, den spüre ich kaum. Ja, aber Sie haben ja genau denselben Mantel wie Herr Hollweg. Ich? Ja, der müsste ja da noch liegen. Aber da liegt er ja nicht mehr. Ach, Sie werden doch hoffentlich damit nicht sagen, dass ich fremde Mäntel klaue. Also dagegen muss ich mich verwehren, ja? Ich kann mein Eigentum legitimieren. Hier auf der Innenseite meines Mantels das Monogramm O.M. Oskar Martens. Ja, aber Sie haben ja auch genau denselben Anzug wie Herr Hollweg. Ach wirklich? Ja, und noch etwas. Schauen Sie, auch dieselbe Uhr. Also langsam wird mir unheimlich. Ich bin weder ein Uhrendieb noch ein Raubmörder. Es geht alles mit den natürlichsten Dingen zu. Ich begreife überhaupt nichts. Aber bei mir dämmert's! Irgendeiner muss immer die Zeche zahlen in solchen Fällen. Was heißt denn das alles? Gnädige Frau, Sie warten auf den Schriftsteller Paul Hollweg. Da können Sie lange warten. Wieso? Alles, was Sie von Paul Hollweg zu sehen bekommen, sehen Sie bereits. Und was noch fehlt, das zeige ich Ihnen jetzt. Du bist ein ausgefeimter Halunke. Aber, meine Hochachtung, ein fabelhafter Kerl bist du auch. Mit dem Horizont eines Suppenhuhns. Nein, nein, das Huhn bin ich. Also ihr redet in Rätseln. Wollt ihr mir nicht endlich erklären, was los ist? Meine liebe Frau Heidi, Sie waren gestern Abend der Mittelpunkt einer kleinen Komödie, die so geschickt inszeniert war, dass Sie sie nicht haben durchschauen können. Paul Hollweg, den Sie erwartet haben, ist nicht gekommen. Stattdessen ist Herr Dr. Martens, der Freund Ihres Mannes, in die Bresche gesprungen und hat die Rolle Paul Hollwegs gespielt. Sie waren gestern Abend Paul Hollweg? Ja, wie kommen Sie denn dazu? Und Sie haben doch auch so getan, als ob er Ihr Mann wäre. Ja, das gehörte mit zur Komödie. Ja, aber bitte, wozu das Ganze? Ja, das war auf Wunsch Ihres verehrten Herrn Gemahl. Er hat von Ihrer heimlichen Korrespondenz gewusst und wollte Ihnen einen Streich spielen. Das ist ja ein starker Schnitt. Weißt du, mein Lieber, ich habe immer gedacht, du bist Maler. Dabei bist du ein Anschmierer. Also wenn du mich schon verbetzt, dann sage wenigstens, dass alles als Scherz gedacht war. Natürlich, alles nur als Scherz gedacht. Ja, nur mein Dazwischentreten hat es einigermaßen kompliziert. Aber Sie sind so schön auf das Spiel eingegangen, dass dadurch die Täuschung erst vollkommen geworden ist. Ja, so vollkommen, dass sogar ich geglaubt habe, den echten Paul Hollweg vor mir zu sehen. Das war für mich der Höhepunkt, mein Freundchen. Denn du hast nämlich auch eins auf die Mütze verdient. So soll es jedem Ehemann gehen, der an der Treue seines braven Frauchens zweifelt. Naja, ganz so schuldlos bin ich wohl an der Sache auch nicht. Es war Unrecht von mir, dass ich dir meinen Briefwechsel mit Paul Hollweg und seinen Besuch verschwiegen habe. Es war Unrecht von mir,
dass ich dich viel zu sehr dir selbst überlassen habe. Also, es war Unrecht von Ihnen beiden, dass jeder mehr an sich gedacht hat als an den anderen. Aber jetzt hat sich doch alles in Wohlgefallen aufgelöst. Dank vor allem Ihrer virtuosen Darstellung als Paul Hollweg. Was ihr hier hört, das ist eine Spezialität von mir. Aber Ihr Mann wird sich nicht schlecht amüsieren, wenn Sie ihm die Geschichte erzählen, die Sie hier erlebt haben. Ja, wir müssen ihn unbedingt persönlich kennenlernen. Ja, Sie müssen bald wiederkommen und ihn mitbringen. Also ich fürchte, da muss ich Ihnen eine kleine Enttäuschung bereiten. Ich kann meinem Mann meine Erlebnisse nicht berichten. Und mitbringen kann ich ihn erst recht nicht. Ich habe nämlich gar keinen Mann. Sie haben keinen Mann? Großartig! Ich war nie verheiratet. Ja, aber wie kommt es dann, dass Sie über alles hier unterrichtet waren? Ja, Paul Hollweg steht mir sehr, sehr nahe. Ach, Sie sind eine gute Freundin von ihm. Ja, und neugierig, wie gute Freundinnen nun mal sind, wollten Sie unbedingt die Frau kennenlernen, mit der Ihr Freund in so engem Briefkontakt steht. Sie haben ihn überredet, abzutelegrafieren und sind an seiner Stelle gekommen. Also, Sie haben eine glühende Fantasie. Aber des Rätsels Lösung ist viel einfacher. Ich selber bin Paul Hollweg. Das wird ja nur schöner. Ja, ich schreibe meine Romane unter einem männlichen Pseudonym. Aber keine Angst, sonst bin ich eine hundertprozentige Frau. Eine 200-prozentige! Das ist ja eine Überraschung nach der anderen. Heidi, ich glaube, wir beide haben einen gründlichen Reinfall erlebt. Das Gefühl habe ich auch. Naja, wir haben jetzt eigentlich alles geklärt. Nein, noch die Frage, wer ist eigentlich der Herr, nach dessen Bild ich Parole gespielt habe? Ach ja, also, das wollen Sie wirklich wissen? Ja, nun, das ist mein Friseur. Ihr Friseur? Bitte, ein sehr schöner Mann, der Abgott seiner Kundinnen. Na, das ist ja Illusionsmachen. Aber etwas Gutes hat die Sache. Paul Hollweg wird dich nie mehr aus dem seelischen Gleichgewicht bringen. Mein Lieblingsschriftsteller bleibt er trotzdem. Nur werde ich ihn jetzt mit einem ganz anderen Verständnis lesen. So, ich glaube, aber jetzt wäre ein gutes Frühstück angebracht. Kommt ja, ihr? Das will ich meinen. Wir kommen gleich. Nachdem wir uns auf so eigenartige Weise kennengelernt haben, wie haben Sie es sich denn vorgestellt, dass es mit uns weitergehen könnte? Also, ich fahre nach München zurück. Darf ich mich anschließen? Ich muss mir nämlich sofort sämtliche Werke von Paul Hollweg anschaffen. Und außerdem finde ich, sind wir schon so schön aufeinander eingespielt, dass man das unbedingt noch etwas fortsetzen sollte. Na, ich weiß nicht so recht. Sie sind mir als Partner zu gefährlich. Sie spielen zu gut Komödie. Da weiß man nie, was echt und was unecht ist. Den Unterschied würden Sie doch sofort merken. Eine erfahrene Frau wie Sie, da kann man doch nichts vormachen. Und im Komödiespielen sind Sie auch ganz gut. Ja, also, wir haben schon ziemlich die gleiche Wellenlänge. Das habe ich mir gestern Abend gedacht. Ich glaube, wir beide könnten noch manchen Spaß miteinander haben. Haben Sie Lust dazu? Ja. Dann machen wir uns jetzt noch einen Spaß.